So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Stable Online. Und ich habe hier in der Ferne schon wieder eine Spinne quietschen gehört. Mal gucken, ob ich die jetzt finde. Aber in der heutigen Folge, wie ihr unschwer erkennen könnt, ist Star Stable Online 10 Jahre geworden. Und ja, überall rennt jetzt das Geburtstagspferd rum. Und ich hoffe, dass ich das natürlich ebenfalls bekomme. Und ja, ich habe jetzt gesehen, wir haben hier einmal die Quizmasterin, die eine Aufgabe für uns hat. Und dann habe ich hier nochmal zwei Huppeldiedel und hier unten habe ich nochmal zwei Huppeldiedel. Ich habe hier richtig viele, um Gottes Willen. Weil ich glaube, so wie ich das gelesen habe, müssen wir irgendwelche Hinweise finden, um dieses Pferd freischalten zu können. Ich übernehme keine Gewähr, falls diese Information falsch ist. Und wir wollen jetzt nicht lange warten, sondern gleich mit der Quizmasterin reden. Und ich bin gespannt, was auf uns zukommen wird. Hallihallo, schon gehört, es gibt zurzeit massenweise tolle Quiz-Trails in ganz Jorvik. Wir feiern Star Stables Geburtstag mit Stil. Wenn du alle Fragen richtig beantwortest, erhältst du einen tollen Preis. Ja. Okay, das kann nur schlimm werden. Wenn du richtig gut bist und alle Fragen korrekt beantwortest, bekommst du einen fantastischen Preis. Den willst du dir sicher nicht entgehen lassen. Bist du bereit für den neuen Quiz-Trail? Trail? Viel Glück, viel Spaß und vergiss nicht, zu mir zurückzukommen, wenn du alle Fragen beantwortet hast. Oh Gott, wo muss ich denn jetzt hin? Hier hin? Wem gehört der Moorland-Stall? Die Familie Moorland, die Baroness, den Bobcats, natürlich den Moorlands. Oh Gott, ich habe schon mal eine von 7 Fragen beantwortet. Achso, ich habe nämlich auch diesen Luftballon. Kann ich den... Ach, ich muss Satteltasche ausrüsten. Passt zwar jetzt nicht ganz dazu, ne? Aber ja, dass wir hier auch mal... Moment. Aha. Alles klar. Gut. Dann müssen wir das auch mal hier ein bisschen mitfeiern. Und wir gehen jetzt mal einfach zur zweiten Frage. So, was ist der Unterschied zwischen einem Pferd und einem Pony? Ihre Größe, ihre Farbe, ihr Alter. Ihre Größe. 2 von 7 richtig beantwortet. Ich glaube, wenn ich hier eine falsch beantworte, wäre das wirklich sehr zum Fremdschämen. Ach, dann mal die nächste. Welche beiden Währungen gibt es in Jovik? Jovik Schillinge und Jovik Coins. Jovik Coins und Star Coins. Jovik Schillinge und Star Coins. Das ist die Nummer 3. Und ich hörte Lisa schon singen. Wie lange ist ein Pferd trächtig? Boah, ich glaube, waren das 11 Monate? Ich glaube, das war relativ lang, oder? Ja, okay, gut. Ja, das wusste ich natürlich, ne? Ich wollte nur so unwissend tun. Was ist die Clubfarbe der Bobcat-Mädchen? Das ist rosa. Das weiß ich auch. Ich weiß gar nicht, bei den Bulldogs, das ist dann grün. Oder lila? Wie heißt die Stallhilfe im Molenstall? Maya? Boah, ich habe hier gerade voll den Lauf. So, jetzt noch zur letzten Frage. Wer ist Lorettas beste Freundin? Tan. Ja, gut, ich habe jetzt nicht die ganzen Antwortmöglichkeiten vorgelesen. Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht. Aber ich will so unbedingt diese Belohnung haben. Unbedingt. Du bist schon wieder zurück? Wow, dann lass uns mal sehen, wie viele richtig du beantwortet hast. Alle. Gute Arbeit, Vivian. Das hast du wirklich super gemacht. Alle Antworten waren richtig. Hier ist dein Preis. Habe ich es. Achso, habe ich auch nur verloren bekommen. Naja, okay. Na gut, dann wollen wir nicht lange hier weiter verweilen, sondern gehen jetzt einfach hoch. Dort wird wahrscheinlich auch Lisa sein und für uns ein Liedchen singen. Ich hätte auch gern so eine schöne Singstimme. Ich finde es immer voll gemein, wenn, also was heißt voll gemein, aber wenn halt Menschen mit so einer schönen Stimme geboren sind und wenn ich singe, klingt das wie so eine sterbende Katze einfach nur. Hallo?
Festverantwortliche. Star Stable wird ein Jahr älter. Zeit, das zu feiern. Wie wäre es mit einer Schnitzeljagd? Auf ganz Jabex sind goldene Hufeisen versteckt, die du einsammeln kannst. Wenn du 5 gefunden hast, kannst du sie gegen ein Geschenk eintauschen. Es gibt viele Geschenke, also viel Spaß bei der Suche. Und du kannst mir glauben, diese Geschenke sind echt super. Ich bin ganz neidisch. Die goldenen Hufeisen können in oder rund um Molens Silvergate von Pinder, Welt und Firegroove gefunden werden. Wenn du in einer Gegend gerade keine mehr entdecken kannst, dann suche woanders weiter. Ich habe so viele goldene Hufeisen versteckt, es gibt also mehr als genug. Oh nein, ich habe Angst, das werde ich doch wieder nicht schaffen, weil ich so doof dafür bin. Ah, oh, da haben wir Madison. Ist es wirklich ein DJ oder ist es einfach nur irgendeine Tante, die tut, als wäre es ein DJ? Nein, Kai. Aha. So, Madison. Polizist Madison Hightower meldet sich zum Einhorn-Weltraumdienst, Captain. Beam mich auf dein Weltraumpferd, dann können wir zusammen die Galaxie erkunden. Da haben wir wieder den Madison-Geist. Wo ist mein Pferdchen? Was ich mir ja mal wünschen würde, ist einfach, dass man die Möglichkeit hat, sein Pferd zu sich zu rufen. Ich meine, wo ist denn das jetzt? Guys? Ach da, ja. Jetzt bin ich an meinem eigenen Pferd vorbeigeritten. Also ja, war an den geritten. So. Ja, es tut mir leid. Ich wollte hier nur Madison abladen, weil das war die kleine Runde. Keine bösartigen Tintenfische in der Galaxie gefunden. Jetzt ist es Zeit aufzutanken mit Torte und Eis. Das ist auch ein schönes Lied. Ich glaube, das war ja Fire. Und hier haben wir den Avalay, ja genau. Avalon, Evergrey und Rhiannon. Bei Aidens Licht, das ist keine normale Geburtstagstorte. Bei einer Torte von solcher Größe muss pandorische Energie im Spiel gewesen sein. Um die Sicherheit Jorvik zu gewährleisten, muss ich darauf bestehen, mit ihr auf Tiger Ace zu rennen. Auf geht's. Ach so. Jetzt darf ich den wohl die ganze Zeit mitnehmen. Na komm, Evergrey. Weil ihr so cool seid, also weil ihr, vor allem weil du so cool bist, dann reiten wir einfach zusammen durch die Gegend. Gary Goldzahn. Hallo Vivian. Heute ist es 10 Jahre her, dass der Moonlight-Stall für alle Pferdefreunde auf der ganzen Welt seine Tore geöffnet hat. Das ist wirklich ein besonderer Tag, findest du nicht? Ja. Vor allem, wenn ich 50 Schlinge kriege, dieses mystische Pferd scheint bei den Feierlichkeiten mitmachen zu wollen. Wir dürfen vorstellen, das Seelenross. Diese nomadischen Pferde streifen schon seit vielen Jahren über die Insel, aber es scheint, dass der ganze Trubel sie jetzt hierher gelockt hat. Das Seelenross sucht einen Reiter als seinen Gefährten. Möchtest du, dass es dich bei deinen zukünftigen Abenteuern begleitet? Wer weiß, vielleicht seid ihr ja unzertrennlich für die nächsten 10 Jahre. Okay, ja, okay. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass wir so leicht das Pferd einfach mal so hingehen. Geschenkt bekommen, weil ich bin wirklich davon ausgegangen, dass wir hier ja doch schon ja noch einige Zeit jetzt verbringen dürfen, ehe wir das finden. Aber ich meine, ich habe nichts dagegen, einfach so ein Pferd so vor der Nase angeboten zu bekommen, vor allen Dingen, weil es auch extrem hübsch ist. Ich habe mitbekommen, dass viele ja Angst hatten, dass es irgendwie so ganz magisch, mythisch wird. Aber ich muss sagen, es hat eigentlich die perfekte Mischung aus normal aussehendem Pferd und dieses trotzdem magisch oder mystische. Und ich würde einfach erstmal hier einen kleinen Cut machen und euch dazu holen, wenn ich mich für einen Namen entschieden habe. So, da bin ich wieder. Und ich habe mich für den Namen Mystic Soul entschieden. Mystische Seele, finde ich, passt zu diesem Pferd. Ich hatte zwar noch andere Sachen, die ich auch ganz schön fand als Namen, aber ich habe mich doch schlussendlich dann für Mystic Soul entschieden. Und nehme einfach. Und ich würde einfach sagen, zur Feier des Tages werde ich leider Tiger Ace wieder einmal in den Stall bringen. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt noch genügend Stellplätze? Also Stallplätze, nicht Stellplätze, ist ja kein Pferd. Kein Auto. Und, ach ja, ich rede aber erstmal kurz mit Gary, damit ich hier meine 50 Schillinge noch bekomme. Oder? Ach nee, Quatsch, ich habe gelogen, das war ja Evergrey. So, es war sehr, sehr spaßig mit dir auszureiten.
So. Und jetzt hol mir Mystic Zone ab. Und vielleicht schaffe ich es auch mal, mal ein goldenes Hufeisen zu finden. Oh, das ist hier. Ah! Hurra, du hast ein goldenes Hufeis gefunden. Wenn du genug davon gesammelt hast, kannst du sie gegen Geschenke eintauschen. Zum Glück sind die so hervorgehoben, sonst wäre ich wahrscheinlich wieder knaller dran vorbeigeritten. Aber ich muss sagen, in der Zwischenzeit, wo ich mich hier für einen Namen entschieden habe, habe ich auch schon wieder einen Namen für ein anderes Pferd mir jetzt überlegt. Was auch mehr oder weniger passend ist. So. Problem ist jetzt halt nur, Tiger Ace, Moment, ich müsste dich mal kurz hier nackig machen. Hallo? So. Okay, so, dann machen wir das so hier. So, und dann so. Und ich lasse die beiden einfach mal hier so, ne, so stehen, wie sie stehen. Und wo haben wir denn jetzt hier mein Schätzlein? Hier mal das Scarlet. Oh Gott, ich muss die ganzen Pferde mal reiten, beziehungsweise denen endlich mal die Aufmerksamkeit entgegenbringen, die sie verdient haben. Gut, Ocean Anchor hatten wir ja, Heaven Wings auch. Ich meine, eigentlich wäre Phoenix mehr dann als Nächste. Das Armener wurde einfach gekauft und steht seitdem einfach nur hier rum. Und da haben wir sie ja. Das sieht so schön aus. Okay, jetzt bräuchte ich, jetzt muss ich mal kurz gucken, vielleicht nehme ich einfach von dir jetzt das ganze Zeug mit. Und da habe ich vielleicht jetzt in meinem Schrank nochmal irgendwelche Sachen, die zu ihm passen. Ja, gut, ne? Sieht jetzt nicht ganz so danach aus. Aber warte mal, ich kann ja wenigstens mal ein paar Sachen jetzt mal hier rein verstauen. Muss ja jetzt hier nicht immer alles mitschleppen. Brauche ja auch mal einen Platz. Ja gut, das ist jetzt schon gewesen, die zwei Sachen. Da würde ich einfach jetzt mal Nightstar nackig machen. Tut mir mega leid, mein Herzensstück. So. Bam, 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 bam. Bin ich doof? Warte mal, ich kann doch. Hier. Na gut, ich sag mal so. Das braucht das ja eigentlich nicht. Aber ich brauche halt eine Satteldecke. Ich brauche ein Sattel- und Zaumzeug. Rest kann so lassen. Kann man so lassen. Ja, Mystic Zone Seelenross. Ja. Ich möchte hier gerne hier rein. Dann möchte ich gerne das hier machen. Und dann das. Und dann das. Ja, passt. Passt doch so halbwegs. Und dann zack, das ja. Das läuft ja auch voll schön. Ich weiß gar nicht. Ist die Gangart jetzt bei den Jorvikschen Rassen da abgeguckt? So, hier haben wir das. Und was, wenn ich jetzt hier Dings mache? Okay. Oh. Ach, das ist so schön. Obwohl, ich glaube, es hat ja lila deine Augen. Da könnte ich natürlich das auch einfach alles dann lila machen. Oh, ein Stufelhase. Ach. Warum müssen die ganzen Tiere nur so niedlich sein? Obwohl, ich hätte eigentlich mich ja auch ein bisschen anpassen können von meinem Kleidungsstil her. Aber egal, egal. Wir werden jetzt einfach mal ja nach Fort Pinter gehen. Da hubelt es nämlich auch schon rum. Und dann würde ich einfach mal die ganzen anderen Sachen abklappen gehen. Um zu schauen, was es so für Sachen abzuholen gibt. Wir nehmen ja alles mit, was wir kostenlos kriegen können. Alles andere wäre Quatsch. Und da ist ja noch ein goldenes Hufeisen. Ich werde verrückt. Hä?
Hä? Was war das denn jetzt gerade? Muss keiner so richtig verstehen, oder? Oder war das jetzt noch ein Bug? Und ich hatte irgendwie Evergrey trotzdem noch mit drauf, irgendwie. So, doch haben wir den Wartalu. Ich weiß gar nicht, hatte der jetzt irgendwas zu sagen? Reklame, kaputte Lampen. Nee, natürlich nicht. Okay. Oh, wieder so ein kleines wieder Schnuffelhase. Ja, dort. Ach, da haben wir auch wahrscheinlich wieder die Tante, die uns hier das Quiz unterjubeln möchte. Hallihallo, schon gehört? Achso, tolle Quiz. Ba, ba, ba. Ja. Ich möchte gerne alle Fragen korrekt beantworten. Und da habe ich bereits schon, anscheinend. Und ich höre. Ich höre eine Spinne. Das Problem ist halt, die haben halt so einen riesen Radius. Ja, haha. Ach da. Ich bin gefunden, die erste in Fort Pinter. Oh, ich gehe kaputt. So. Okay. Also, das war's wohl jetzt schon mit dem Rumgehuppel. Okay. Naja. Aber die haben auch sogar den Baum hier festlich dekoriert. Sogar die anderen Bäume hier. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, Waledale. Gehen wir mal nach Waledale, weil dort war nämlich auch so ein hüpfendes Ausrufezeichen. Oder können wir vielleicht diese Quiz einfach nur einmal am Tag machen? Ah, die haben voll die anderen Luftballons wie ich. Oder muss ich das hier? Ah. Achso. Ah ja. Liegt es mir hinterher? Ja. Ach, das wird diese Quizmasterin. Ja, ja, schon gehört. Babam, ich habe alles richtig beantwortet. Ja, ich bin bereit für den Quiz Trail. Ach, hätte ich. Nee, in Fort Pinter hätte ich doch gar nicht die Möglichkeit gehabt, das anzufangen, oder? So. Wo ist das erste? Dort. Wie heißt der Fluss, der durch die Welt fließt? Silversong. Ja, gut. So, dann haben wir hier das nächste. Was ist eine Quagga? Woher soll ich denn das wissen? Was ist eine Quagga? Okay, ein. Was war das? Ein ausgestorbenes Zebra. Jetzt haben wir wieder was gelernt, ne? Jetzt, wenn ihr das nächste Mal Stadtname Land Fluss spielt, dann könnt ihr einen Quagga nehmen. Das war auch mein Tier. Das gibt es zwar jetzt nicht mehr. Aber ist auf jeden Fall ein Tier. Ach, da. So. Welches dieser Disziplinen ist nicht Teil des dreitägigen Vielseitigkeitsreitens? Dressurreiten. Ich habe es mal nach dem Ausschussprinzip einfach mal gemacht. Boah. Oh, ich hoffe mal, dass ich ja auch alle Fragen richtig beantworte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, viele von den Antworten musste ich bisher nicht. Also das mit den Quacker und jetzt mit diesen Hindernisreiten, aber Ausrufezeichen finde ich trotzdem. Und das nächste. Wem gehört Jorvik-Stall? Hermann. Hermann? Ja. Gott. Das war auch richtig. Wie nennen sich die Droiden Jorviks? Bewahrer Aedins. Oh Gott. Jetzt noch zwei richtig beantworten. Unser Feier des Tages. Noch ein Hufeisen. Wer ist Experte, Expertin für druidische Bekleidung? Okay, das war richtig. Was soll ich denn das wissen, wer sich um die Kleidung von denen kümmert?
Welche Forscherin reist in einen Heißluftballon des heiß verborgenen Dinosauriers? Nick Stonegrown war das. So, ich habe alles richtig beantwortet. Was macht ihr denn immer noch hier? Du bist wieder zurück? Wow, dann lass mal sehen. Ja, ich habe hier alles beantwortet. Ich bin hier voll smart unterwegs. Ja. Habe ich eine Frage falsch beantwortet? Habe ich eine Frage falsch beantwortet? Warum ist mir das gerade nicht bekannt? Ja, okay. Wo ist Dee's Farm? Dee's Farm. Wo ist das S? Hier ist das S. War das die letzte Frage, die ich ja falsch gesehen habe, dass ich die richtig hatte? Oh nein. Nein! Ich habe schon wieder die Spinnen. Lassen wir noch wieder keine Ruhe hier. So. Ja. Gut. Gut, jetzt höre ich ihn nicht mehr. Aber hier habe ich auch noch andere Aufgaben. Okay, hier jammert die Spinne auch nicht rum. Ach so. Hä? Also irgendwie hat es wieder hier irgendwie was verbuggt. Finde ich voll unfair. Wo ist jetzt hier meine kleine süße Spinne? Also, dass ich meine Spinne als süß empfinde, das habe ich jetzt auch nicht gedacht. Vor allen Dingen hatte ich jetzt, ich weiß gar nicht, das ist gar nicht so lange her, hatte ich sogar fast einen Unfall gebaut. Also es war nicht Unfall, aber ich hatte halt Glück, dass gerade ja nicht so viel los war. Da hat sich nämlich eine Spinne direkt vor meinem Gesicht schön runtergeseilt. Und es war für mich dann erstmal so schockierend, dass ich dann erstmal, keine Ahnung, irgendwo anders hingelenkt habe, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Ist zum Glück keiner gekommen, aber es war dennoch sehr, sehr, ja, knapp, wenn da jemand gekommen wäre. Und wo ist denn jetzt hier die Spinne? Wo ist denn die jetzt hier? Spinne! Weil es ist ja auch so viel hier, ne? Es ist ja so richtig... Wie soll ich sagen? Hör mal, Tauben. Wo... Bist du? Wo hast du dich versteckt? Ich finde dich trotzdem. Hoffentlich. Warte mal, ich komme Sache näher, die wird lauter. Ja? Ach da! Ha! Ich habe dich gefunden. Ich hoffe mal, es kommt nicht noch eine. Nein, das ist es gewesen. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, ich beende mal an dieser Stelle die heutige Folge. In der nächsten Folge werden wir mit wem auch immer dort oben sprechen. Ich würde dann auch nochmal zu Steve, also hier in die Richtung hier unten gehen. Also in die Richtung. Und schauen, wer da auf uns wartet. Wenn sie Quizmasterin ist, dann ja, wird es wieder lustig werden. Und ja, ich hoffe, dass ihr in der nächsten Folge mit dabei sein werdet und dass die heutige Folge euch gefallen hat.